Hallo liebe Bienenfreunde. Heute muss ich mal wieder eine Zarge untersetzen und bei einem Volk weiß ich nicht, ob ich untersetzen muss. Da muss ich dann erstmal reinschauen. Schaut es euch mal an. Dass du alles geschmiert. Wollte man den Stockmeiß mal gerade kloppen. Ein bisschen krumm, bin ich zu euch. Das war's doch schon. Gut, ich schmerz hier. So, dann mach ich ihn mal auf. Ja, es ist immer noch eure Kiste. Geht rein da. So Mädels, jetzt habt ihr mehr Platz, nun macht was draus.
Oh, jetzt haben wir es aber geärgert. Weil hier so ein Wusel ist, gucke ich einfach mal schnell rein, wie weit die Zarge ausgebaut ist. Die Zarge hat keine Fenster, also bin ich gezwungen, die Beute zu öffnen, um da reinzugucken. Deswegen nehme ich gerne Zargen mit Fenster. Da brauche ich dann nicht immer öffnen. Jetzt hat mir einen Fuß gestochen. Verflixte Kiste. Mein Schuh, wo ist mein Schuh? Oh, jetzt werden sie aber angriffslustig hier. Nächste Kiste. So, also die Mädelbahn, die sind jetzt gleich nicht gellig. Aber die haben hier noch jede Menge zu bauen. Eine Zarge brauche ich nicht untersetzen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. So Mädels, geht rein, ich will die Kiste zumachen. Die gehen noch nicht rein, die fliegen alle auf, blöden Weiber. Oh nee, doch nicht. Ja, das war das Video, Zarge untersetzen. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert.
habe ich jetzt erst gesehen, als ich mir das Video angeschaut habe. Und habe den Oberträger, der da unter der Kiste geklebt hat, natürlich wieder reingelegt. Kein Wunder, dass die Bienen da sauer waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Like würde ich mich freuen. Über ein Abo umso mehr. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr nichts verpasst. Tschüss, bis demnächst.